Hallo, Berlin, Deutschlands Hauptstadt, ist auch eine internationales Kapital mit seinen 3,6 Millionen Einwohnern, die eine große Stadt ist. Sie ist sehr attraktiv für junge Leute wie für alte Leute. Tatsächlich können Sie viele Sets besuchen. Es gab historische Orte und kulturelle Orte. Zuerst können Sie die Reichstag besuchen, Symbol der Demokratie. Ab 1894 beherbergt der Reichstag die Reichsversammlung bis 1933, wenn brennt es. Und ab 1999 beherbergt er die Bundestag, die Bundesrepublik. Es gab auch die Brandenburger Tour, früher ein Stadttor gebaut in 1781. Sie können auch dem Humboldt-Forum besuchen. Es ist ein Museum für Kunst, Kultur und Wissenschaft mit seinen von Schinkel barocken Fassaden erbauten. Sie können auch architektonische Meisterwerke finden. Die Gendarmenmarkt ist nicht zu übersehen. Sie können dort sehen die Friedrichstraße auf dem einen Seite und auf der anderen Seite sie die Deutsche Dom und die Französisches Dom können sehen. Die Charlottenburg Schloss ist auch interessant. Es ist in 1700 von Friedrich III erbaut für seine Frau Sophie Charlotte. Wenn Sie viel Grün mögen, Berlin 2500 Gar haben. Wenn Sie Kultur mögen, Berlin 177 Museum haben. Wenn Sie lesen mögen, Berlin 142 Bibliothek haben. Wenn Sie Theater mögen, Berlin 60 Theater haben. Berlin ist auch eine junge Stadt. Tatsächlich hat Berlin viele Diskotheken und viele Bars und andere. In Berlin gibt es auch viele Straßenkunst. Berlin ist das Angestage-Ort. Es ist eine sehr interessante Stadt. Sie wissen also nicht, wo Sie Ihren Ruhestand verbringen sollen? Gehen Sie einfach nach Berlin.